Ja, liebe Freundinnen, liebe Freunde, ich bin jetzt 28 Jahre Mitglied bei den Grünen. Ich kann die LDKs gar nicht zählen, liebe Silvia. Aber das habe ich auch noch nicht erlebt. Auch von mir einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Und ich meine, es zeigt, wir hätten keine Urwahl gebraucht in NRW. Wir waren mit unserem Vorschlag für die Spitzenkandidatin schon ganz richtig auf Kurs. Liebe Freundinnen und Freunde, es gibt Stimmen, die sagen, Journalisten, Journalistinnen, der Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen ist ja gar nicht richtig inhaltlich. Das geht ja nur darum, ob Lindner die FDP rettet. Es geht nur darum, weil der CDU-Kandidat, nachdem er verloren hat, hinterher arbeitet. Wenn irgendjemand wissen will, was inhaltlich in Nordrhein-Westfalen ansteht, dann ist er hier heute herzlich willkommen. Es ist bei Silvia angeklungen, es wird bei mir anklingen. Ich glaube, bei den Reden von Johannes, Barbara, Horst, bei allen, die nachkommen, wird klar werden, worum es inhaltlich in Nordrhein-Westfalen geht. Das heißt, alle, die wissen wollen, welche Landesthemen wichtig sind, worüber dieser Wahlkampf und die Regierungsbildung entscheidend sind, die sind hier bei den Grünen richtig. Ich will nur zwei, drei Themen ansprechen, die wichtig sind, die den Unterschied ausmachen zwischen uns und den anderen. Genau das, was entscheidend ist bei der Wahl. Es geht, dafür steht Silvia, um die konsequente Fortsetzung einer Bildungspolitik, die klar macht, dass die Chancen der Kinder nicht abhängen dürfen von der sozialen Herkunft. Das ist der ganz entscheidende Punkt. Wir haben den ersten Schritt gemacht und er war wichtig. Wir haben ihn gut vorbereitet und er wäre ohne Grüne nicht zustande gekommen. Es war Silvia, es war Sigrid Behr, es war die Fraktion, die das getragen hat und vorbereitet hat. Aber das ist nur der Anfang. Wir kämpfen darum, dass das, was geleistet worden ist, damit ist das lange nicht erledigt, dass das konsequent weitergemacht wird. Und wir kämpfen bei Bürgerinnen und Bürgern darum, dass wir für 5 Jahre das Mandat bekommen, genau das weiterzumachen mit Silvia, mit Sigrid, mit allen anderen. Und glaubt irgendjemand, dass ohne Grüne genau dieser Kurs so konsequent fortgesetzt wird? Das glaubt keiner. Insofern ist es wiederum so, wir, die Grünen, machen hier den Unterschied. Zweiter Punkt. Die Energiewende in Nordrhein-Westfalen. Die Energiewende wird gemacht werden. Sie muss kommen. Die Bundesregierung will sie, aber sie wird dilettantisch verstolpert im Bund. Wir könnten euch Firmen, Großunternehmen, Mittelständler reihenweise erzählen, die sich bei uns darüber beklagen, dass das, was der Bund macht, eher Existenzvernichtung ist als konsistente Energiepolitik. Von Großkonzernen über Mittelstandsunternehmen bis zu Handwerkern. Alle schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Und es ist ein Zukunftsthema für Nordrhein-Westfalen. Wir sind das alte Land von Kohle, von Stahl, vom Anlagenbau, von der Chemieindustrie. Und wenn die Energiewende kommt, wenn die gesamte Produktion sich da neu aufstellen muss, dann sind das die Arbeitsplätze für die Generation nach uns. Und ob wir uns immer nur sozialverträglich verabschieden aus Fragen wie dem Bergbau oder ob wir im Wettbewerb um Arbeitsplätze und Technologien hier punkten, ist eine Frage, bei der Grüne Anstöße gegeben haben, entscheidend sind. Ich glaube nicht, dass irgendjemand annimmt, dass das ohne Grün geht. Und deswegen sind auch wir hier wiederum der Unterschied zu allen anderen. Wir haben die Handlungsfähigkeit der Kommunen erst wiederhergestellt. Es gab 5 Jahre Raubzug von Schwarz-Gelb in Nordrhein-Westfalen. Wir haben 3 Haushalte verabschiedet oder vorbereitet. 1 Milliarde Euro mehr an die Kommunen gegeben. 1 Milliarde mehr, das, was sie ihnen vorher weggenommen hatten. Wir sind bis an die Grenze dessen gegangen, was wir konnten, haben wegen den Haushalten jedes Mal vom Verfassungsgericht gestanden und haben es gemacht. Und glaubt irgendjemand, dass ohne uns dieser Kurs konsequent fortgesetzt wird? Ich glaube das nicht. Auch da machen wir den Unterschied. Ich will aber ein ernstes Thema ansprechen. Bei der Haushaltspolitik werden wir intensiver und stärker arbeiten müssen. Damit das ganz klar ist, wir wissen, dass der Bund, das hat Silvia richtig gesagt, seine Politik gegenüber den Ländern radikal ändern muss. Durch unsere Bundesratsmehrheit, die wir gekippt haben, kann der Bund uns nicht mehr ausplündern. Aber wir brauchen positiv in 2013 eine Entlastung für die Kommunen und für das Land. Und wir brauchen einfach Regelungen, bei denen stärkere Schultern mehr tragen, als sie bisher tragen. Das ist der Teil, den Berlin machen muss. Und wir müssen mithelfen. Unser Teil wird sein, dass wir auch tatsächlich rangehen und alles überprüfen, alles auf den Prüfstand stellen, alles, was an Effizienzen möglich ist, rausholen. Weil wenn ich am Wochenende, als wir den Bundespräsidenten gewählt haben, mit Winfried Kretschmann geredet habe und der sagt, er ist stolz, dass er einen Haushalt ohne Schulden hinkriegt. Und wir sind froh, dass wir auf 3 Milliarden Neuverschuldung kommen, statt 6, die die CDU angesetzt hat.
dann müssen wir auch klar erkennen, wenn wir dieses Mandat kriegen bis 2017, dann sind nachher von den letzten 22 Jahren 17 mit grüner Regierungsbeteiligung. Und wir werden uns dieser Aufgabe, alles auf den Kopf zu stellen und zu prüfen, stellen. Wir müssen das mit aller Konsequenz und aller Fachlichkeit machen. Und meine Bitte an euch, ja, vorsichtig, klatsch gleich, meine Bitte an euch ist, es gibt eine Reihe Anträge zum Programm, die ich gelesen habe. Da stehen viele Worte drin wie verstärken, zusätzliche Programme finanzieren oder garantieren. Helft uns auch damit, dass wir an der Stelle bei der Programmverabschiedung so solide sind, dass wir uns nicht Hürden in den Weg legen, die wir nicht erfüllen können. Insofern ist die Bitte, wir gehen da konsequent dran, wir machen das zusammen. So. Ganz kurz ein paar Worte zu unseren politischen Wettbewerbern. Der Kollege Lindner hat gesagt, Kraft seine Rabenmutter. In Wirklichkeit ist es doch so, dass die böse Schwiegermutter aus Berlin uns ihre zwei Pflegelsöhne nach NRW geschickt hat. Silvia hat eben sehr, sehr schön erklärt, was mitfühlender Liberalismus von Christian Lindner bedeutet. 11.000 Schleckerverkäuferinnen erleben das heute und unsere Mutter hat uns drei Jungs als Verkäuferin alleine erzogen. Was das heißt, wenn man so behandelt wird, das ist nicht mitfühlender Liberalismus. Das ist, um es ganz klar zu sagen, ganz kalt kalkulierter Wahlkampf, um zu hoffen, dass auf dem Rücken dieser Verkäuferin die FDP ihre Wahlergebnisse steigert. Nichts anderes ist das Motiv. Und bei der CDU. Die CDU bewegt die Frage, wo bleibt Röttgen nach der Niederlage? Das ist eine spannende Frage. Die ist mir ganz egal, um es auf den Punkt zu bringen. Die ist mir völlig egal. Meine Kritik an Röttgen ist, dass er keine saubere, handwerklich solide Politik gemacht hat. Man kann bei der Photovoltaik die Vergütung absenken, aber doch noch nicht immer in solchen Crash-Situationen, dass die ganzen Handwerksfirmen bei uns stehen und sagen, wir müssen die Leute entlassen. Dann muss man es Monat für Monat kontinuierlich machen, 1 oder 1,5% pro Monat, damit jeder kalkulieren kann, wo die Reise hingeht. Aber das, was Röttgen in der Energiewende macht, ist handwerklich miserabel. Das ist die Hauptkritik. Und dann verpflichtet er seine parlamentarische Staatssekretärin als Europaministerin. Was für ein Clou. Und die erklärt sofort, dass sie aber kein Mandat hier haben will. Und danach holt er einen der Untoten der CDU wieder aus der Schublade. Friedrich Merz. Und der erklärt postwendend, er will aber nicht in der Regierung mitarbeiten, er möchte nur hinterher nach Wahlsieg Vorsitzender einer Kommission werden. Also das sind genau die Leute, auf die wir gewartet haben hier in Nordrhein-Westfalen. Die CDU streitet. Wittke sagt, wir wollen die Studiengebühren nicht wieder einführen. Heute steht in der Watz, sie wollen sie doch wieder einführen. Die CDU ist wie der legendäre Taumelkäfer, den kennt ihr. Der hat lange Fühler, dann taumelt er nach links, stößt an die Wand, dann taumelt er nach rechts und so sucht er seinen Kurs. Die CDU ist so unsortiert wie in den letzten beiden Jahren, außer Silvia bei den Themen, wo wir ihr geholfen haben. Und insofern ist die Ansage auch klar. Regeneration in der Opposition, personell sortieren, damit sie endlich wissen, wer wo arbeiten will, inhaltlich neu aufbauen und dann 2017 wieder antreten. So, einige ganz kurze Anmerkungen zu den neuen im politischen Wettbewerb auftretenden Freunden von der Partei mit dem albernen Namen. Das mit dem albernen Namen ist gar nicht von mir. Der Landesvorsitzende dieser Partei hat diese Woche in der Süddeutschen gesagt, zitiere, lieber einen albernen Namen als eine lächerliche Politik. Ganz schlimm ist es, wenn der Name albern ist und die Politik lächerlich, liebe Freundinnen und Freunde. Ich will nur zwei Beispiele sagen. Die Kollegen und Kolleginnen fordern einen ticketlosen Nahverkehr. Hört sich klasse an, dann spart man die ganzen Fahrscheinautomaten. Wir haben gerechnet, was das kostet. Es geht um 1,8 Milliarden Euro jährlich bei jetzigem Status. Wer soll das bezahlen? Ihr kennt die Haushaltssituation. Das hat mit der Realität nichts zu tun. Dagegen waren die Linken nachher parlamentarische Sparschweine, um es auf den Punkt zu bringen. Sie fordern eine Bildungspolitik mit 15 Kindern in der Klasse. Silvia würde nichts lieber machen als das. 155.000 neue Stellen. Also wir gönnen es allen. Wer Kinder in der Schule hat, kann sich nur freuen über 15 Kinder in der Klasse. Hat alles mit der Realität nichts zu tun. Fazit ist, wir machen den Unterschied. Auch in der Netzpolitik, deswegen stärkere Grüne. So, und eine,
eine letzte persönliche Anmerkung. Ich durfte die letzten 20 Monate als Fraktionsvorsitzender arbeiten in einer Fraktion, die ihr zusammengestellt habt, die hervorragend gearbeitet hat. Wir waren 23 Personen, 4 waren in der Regierung, durften ihr Mandat behalten. Das habt ihr richtig entschieden, weil wir nicht wussten, wie lange das geht. 19, die Ausschüsse gemacht haben, und wir mussten jeder 3 Ausschüsse besetzen. Wir mussten 2 Untersuchungsausschüsse, eine Enquete. Von den 19 Leuten hatten 6 Parlamentserfahrung, 13 waren ganz neu im Parlament. Das war die Erneuerung der Fraktion. Alle exzellente Arbeit geleistet, eingearbeitet, man braucht 1,5 Jahre. Deswegen ein herzliches Dankeschön an alle Kolleginnen und Kollegen und meine Bitte an euch, unterstützt uns, und ihr seid diejenigen, die entscheiden. Aber meine Bitte aus der Kenntnis der Arbeit raus ist, wählt die Kolleginnen und Kollegen wieder, damit wir zusammenarbeiten können, und dann noch 15 dabei, damit wir wirklich größer sind wie die Baden-Württemberger und die stärkste grüne Fraktion in der Bundesrepublik. Dankeschön.